Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Die Feuer Kalkuttas. Eine, ja, würde ich wieder mal behaupten, der schwersten Mission tatsächlich dieser Kampagne. Also da ist sehr schwer wirklich angesagt. Wir werden immer wieder knallhart angegriffen, kommen nicht auf die Beine, können keine ordentliche Wirtschaft aufbauen. Weil ich glaube, da spawnen auch immer wieder Feinde irgendwo. Das heißt, es bringt auch gar nichts, die Kasernen einzureißen. Aber ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Die Elefanten kommen und wollen hier regeln. So. Ich hoffe, ich rette meinen Stall noch. Ah, da oben kommen wieder noch mehr Feinde. Das tötet hier mal. Sehr schön. So, ich glaube, mit so einer Mahut-Puppe können wir jetzt auch einfach aufräumen. Da können wir jetzt eigentlich alles down machen, was wir finden. Das machen wir jetzt auch. Wo ist meine restliche Armee? Gott, die ist aber winzig geworden, die restliche Armee. Jetzt dachte ich schon, das sind auch schon wieder Feinde. Ja, nahrungstechnisch sieht es jetzt eher nicht so toll aus gerade. Ah, hier ist noch eine Kaserne, perfekt. Räumen wir mal damit auf. Okay. So, die Mahuts kommen hier zurecht. Die können ja super schnell eine Kaserne einreißen. Das ist ja der Riesenvorteil dieser Mahuts. Ich werde jetzt, denke ich, hier einfach mal auf dem Feld gehen für die Nahrung. So. Und wir halten jetzt einfach mit der Armee hier knapp mal alles, was es so gibt, hier noch zusammen. Irgendwie. Perfekt. Weiter geht's. Aber mir fehlt wieder alles, so ein bisschen. Da kommen wieder Feinde. Okay, wo sind hier noch Feinde? Ah, hier sind Büffel. Da oben kommen aber jetzt leider wieder Feinde. Oh, von zwei Seiten. Die untere Seite ist immer die wichtigere, weil dort der Kommandoposten steht. So. Aber das kriegen wir alles hin. Mir fehlt gerade nur leider echt die Nahrung. Wir müssen jetzt hier aufs Feld auch gehen. So. Ja, und der nächste Mahut. Ich würde gern hier überall noch Handelsposten hinbauen wollen. Ach, da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Ich muss einmal außen rumlaufen, alles klar. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. Upgrades gleich holen. Und tja, Holz kann ich mir nochmal schicken lassen. Kommen wir ins nächste Zeitalter noch irgendwie. Ja, da haben wir aktuell leider echt nicht die Ressourcen dafür. Ich grade mal hier die Handelsroute ab. Es fehlen ja nur noch zwei Kassen. Schau mal, die kommen schon wieder von irgendwo her. Keine Ahnung woher. Oh, mir fehlt schon wieder Nahrung. Komm, ja, zweiten kriege ich raus. Ja, schau mal, wie schnell wir die mit den Mahuts jetzt fertig machen. Das ist einfach nur noch krass. Ich schicke die mal mit da runter. Gut. Der Rest hier wurde erledigt. Okay, ihr geht ans Holz sammeln, bitte. Schaut mal da, die kommen einfach hier runter. Hergespawnt. Okay, jetzt haben wir eine ordentliche Mahut-Armee. Weiter geht's. Eigentlich müssten wir jetzt hier alles cleanen können mit den Mahuts, was es nur so Schönes gibt. Verehrte Zuschauer.
Da scheint es nicht mehr sehr viel zu geben. Der läuft auch schon. Ja, mach du das doch mal noch. Ich unterstütze dich. Es muss noch irgendwo Kasernen geben, die ich nicht kenne. Ja, wir werden da oben wieder schön angegriffen. Kriegen noch mehr Büffel. Hier sind nur die Schätze. Und da sind wir doch hergekommen am Anfang. Hm, seltsam. Ich baue jetzt noch die Handelsrouten. Wo sind hier bitte die anderen Kasernen noch? War hier gleich links noch eine? Ja. Da bestimmt. Aber dann fehlt noch irgendwo eine. Oh, da kommen wieder einige. Ach, ich bin am Bevölkerungslimit. Ist das so? Wie viele Häuser kann ich denn hier bauen? So. Hier wird auch abgegradet. Jetzt fehlt einfach nur die Nahrung gerade. Ja, wäre super, wenn ihr die Feinde angreift. Perfekt, danke. Oh, da sind Feinde. Ah, nicht mich töten. Einmal nur den Handelsposten bauen, dankeschön. Aber woher kamen die? Hier drüben? Hier sind noch einige Feinde. Kommt, 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 einfach darüber gehen. So, aber eine Kaserne habe ich übersehen irgendwo. So. Gut. Das Problem ist auch gelöst. Ist da oben noch irgendwas? Handelsposten habe ich unter Kontrolle. Hier waren wir doch überall, oder? War da unten noch was? Oder hier hinten? Da, schaut mal, die sind jetzt hier einfach hergespawnt. Aber hier ist nichts mehr. Nee. Ja, dann müssen wir jetzt wohl die Karte noch absuchen. Irgendwo unten. Oh, wartet mal, was ist denn hier? Komme ich hier rüber irgendwie? Ja. Ach, der Kollege hat hier den Handelsposten gar nicht gebaut. Bist aber ein Held. Hier könnte auch noch eine Kaserne stehen. Das ist fast realistischer noch. So, aber mittlerweile ist immer Bevölkerungslimit, was militärisch angeht. Das ist gut. Ja. Jetzt haben wir endlich Oberhand, liebe Zuschauer. Jetzt können wir sogar fast schauen, ob wir noch ins nächste Zeitalter kommen. Da kommen ein paar Feinde. Gehen wir mal wieder hier hin. Fällt mir ein, ich kann auch einfach mal ein paar Siedler hochschicken. Ist auch nicht so schlimm. Okay, wo bleiben jetzt hier die Feinde? Jetzt geht mal ihr ein bisschen aufs Gold noch. Hä, wo sind jetzt die Feinde da hingekommen? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich geh mal hier aufs Gold noch. So, meine große Mahut-Armee ist auch unterwegs. Den Schatz kann ich mal holen. Ja, töte doch mal bitte schnell die da. Die machen nur Ärger. Oh, stopp. Schnell darunter. Nicht, dass wir jetzt am Ende noch unseren Handelsposten verlieren. Dann wäre alles verloren. Das wäre so bitter. So. Britische Ostindien-Handelskompanie. Da wird doch wohl noch ein... Die reißen aber auch krass schnell diese Häuser ein. Weiter geht's. Ah, jawohl. Die letzte Kaserne. Aber keine Herausforderung für uns zu machen. Schaut mal, wie sie niedergemäht werden hier. So. Ja, jetzt müssen wir uns hier nochmal ein bisschen zurückziehen. Das ist aber kein Problem, denn wir haben es jetzt geschafft. Lasst es mir lehren, sich der Kompanie zu widersetzen. Jawohl. Wir haben die Rebellion besiegt. Doch zu welchem Preis? Das ist eine gute Frage. Es war ein harter Kampf, liebe Zuschauer. Es war ein harter Kampf.
Vor allem Teil 1 war ja sehr langwierig und echt hart, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, auf Maho zu setzen, aber die sind halt auch richtig teuer. 400 Nahrung und 250 Holz, das ist nicht billig. Ergebt euch und ihr bleibt am Leben. Wir kämpfen bis zum Tod. Die Briten haben kein Recht auf dieses Reich. Wenn ihr sterben wollt, sucht euch einen anderen Ort dafür. Legt eure Waffen nieder. So wird Indien nicht zurückerobert. Es wird nie zurückerobert, solange Männer wie du unseren Feinden helfen. Kooperation ist der Weg zu einem modernen Indien. Kooperation verhalf dieser Kompanie zu all ihrer Macht. Verschwindet von hier! Geht, bevor ich mein Mitgefühl vergesse! Die Briten. Gut gemacht, Leutnant. Du hast sie zur Schlachtbank geführt. Ich hätte es nicht besser machen können. Aber ich... Oh Mann, armer Nanib. Der wollte doch eigentlich nur seine Landsleute retten und beschützen. Ach ja, trauriger Mann. Haben wir hier noch irgendwas, was uns was bringt? Ich glaube, wir haben uns schon den Großteil geholt. Ah, also wir haben ja gesehen, wie stark diese Elefanten sind. Also die Mahouts, die hole ich mir hier noch. Die sind echt mächtig. Reitschule vielleicht noch, Fechtschule. Als Möglichkeiten. Der Kaufmannsgilde habe ich mir gar nicht so viel... Hä? Aber wir haben doch schon den Distributismus. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir haben doch das, wir haben das doch schon alles. Hä? What the hell? Was ist mit meinem Deck passiert? Hä, Leute? Was ist mit meinem Deck? Ich habe plötzlich keine Sachen mehr? Das wurde irgendwie... Hä? Okay. Ich kann auch nichts auswählen. Das ist jetzt gerade irgendwie ein Bug, dass es mir, glaube ich, falsch angezeigt wird, oder? Ja, ja. Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt alles wieder beim nächsten Mal passt mit dem Deck. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Feuerkalkutas haben wir gelöscht, aber zu welchem Preis? Also, ich denke, Nanib überlegt sich wirklich, ob er sich der Rebellion gegen die Briten anschließt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Schaut auch gerne mal in meine Multiplayer-Matches rein zu Age of Empires 3. Und auch gerne meine Livestreams. In der Regel einmal die Woche. Ich kündige sie vorher an. Wenn es euch gefällt, abonniert auch gerne den Kanal. Würde mich freuen. Euer Gaius Julius Caesar.